Toto, da ist er kaputt. Okay. Ein Wagen. Oh, guck mal. Olli, nimmst du den? Kannst bei mir lassen, ja. Dankeschön. Warte mal, bevor ihr so weit geht. Schafft ihr nicht? Wie weit ist das denn? 20 Meter. Vorsicht! Laufkamera, ja, ne? Ja, habe ich, aber du siehst halt kaum was, ne? Mach die nach. Mach mal hier. Mickey Cooper. Und los geht's. Und los geht's los, Leute. Na ja? Guck mal. Ich hab das erste Mal in meinem Leben einen Helm auf, Leute. Schaut mal. Und ich glaube, ihr macht das auch auf jeden Fall Sinn. So krass. Und schon sind wir da, in der UV-Kröte. Und es bimmelt auch schon. Das ist der erste Kollege. Geil. Jawohl, da ist Jörg. Er hat es auch geschafft. Anstrengend, wa? Ja, absolut anstrengend. Aber geschafft, ist doch super. Gutes Wetter zum Rauchen. Jawohl, Toni ist da. Boah, das ist verfickte Scheiße. Pass mit dem Monieressen auf, ist der Rucksack euch noch geplant? Oder die Warthose? Hi! Na, wie war der Einstieg? Junge, krank. Krank, oder? Na Leute, ich zeig euch das mal. Das war ja gerade nur via Handy. Hier sind wir gerade durch. Auf allen Vieren. Und ich bin ja kein Helmfreund. Bin also tausendmal irgendwie mit dem Helm dagegen gestoßen. Da wäre ich schon fast lieber ohne. Aber wenn hier drin was passiert, dann wird es halt kritisch. Dann wird es halt kritisch. So, also. Glück auf, geht schon mal vor. Also hier sind wir in dem sogenannten Wasserlösestollen. Und wir werden uns jetzt noch ein bisschen sammeln. Ein paar Aufnahmen hier von dem Eingang, von dem ehemaligen Eingangsbauwerk. Beziehungsweise Wasserlösestollen, ob das hier ein Eingang war, kann ich euch noch nicht mal sagen. Ja, das war der Eingang zur Uferlagerung. Ach, das ist der Eingang zur Uferlagerung. Ja, genau, da geht's mal raus. Okay, also. Der Mäcki wird uns gleich ein bisschen was zur Anlage erzählen. Wir werden uns jetzt erstmal ein bisschen akklimatisieren. Und ja, ich wünsche euch ein gutes Video, gute Unterhaltung. Hier leuchtet es, ne? Ich denke, da ist ein Wind drin, wie so eine Rettungsfolie mal leuchtet. Oh, das ist ja geil. Auch mega gut, oder? Vor allem ich mit meinem
Tarnanzug hier, ne? Hier Fisherman's Friend, Junge. Absolut. Also, Freunde, wir haben gerade uns ein bisschen abgedatet. Wir befinden uns jetzt in der Untertageverlagerung Kröte. Man hat ja den Untertageverlagerungen verschiedene Namen gegeben. Schlammpeitzker zum Beispiel, Kröte, Anke. Also je nach Verwendungszweck bzw. nach Untergrund hat man verschiedene Tiernamen gegeben. Kröte war, ich glaube, Altbergbau, ne? Kröte ist Altbergbau, oder? Ja, Fischnamen, Amphibiennamen sind Überlagerungsnamen für Überlagerungen, die im alten Bergbau eingebaut. Okay, also alles, was amphibisch ist, ist Altbergbau. Und ich guck mal, dass ich den Rest auch noch für euch... Ah, Vogelnamen sind Tunnel, genau. Ganz genau. Also von daher, man hat im Dritten Reich verschiedenste Tiernamen für die Untertageverlagerung vergeben. Altbergbau, wie gesagt, alles was amphibisch war. Vögel waren Tunnel, die man umfunktioniert hatte zur Untertageverlagerung. Und in diesen Untertageverlagerungen, Leute, hat man die Rüstungsindustrie verbracht. Warum hat man das getan? Natürlich ab 39, spät 39, hatten die Alliierten die Luftüberlegenheit relativ schnell sichergestellt für sich und haben Deutschland flächendeckend bombardiert. Der Fokus war natürlich auch auf die Rüstungsanlagen und deswegen hat man die Rüstungsanlagen unter Tage verbracht. Und man hat es sich natürlich versucht einfach zu machen und vorhandene Anlagen benutzt. Unter anderem auch diese. Diese wurde, glaube ich, im 18. Jahrhundert bereits ins Leben gerufen. Mir fällt da gerade das Wort nicht ein. Gibt auf jeden Fall aufgefahren. Und im Zweiten Weltkrieg hatte man sie dann genutzt, um die Rohre für die Pak 43, die blende ich euch mal ein, und für die Flugabwehrkanone 8.8 zu bauen. Und wir befinden uns jetzt genau in dem Stollen. Und ich gebe euch hier nochmal einen Überblick. Und hier sehen wir sogar noch die ehemaligen Befestigungen für Licht und für weiteres Material. Auch hier noch verschiedene Beschläge. Ist alles aus dem Dritten Reich, Leute. Natürlich musste auch auf Toilette gegangen werden. Das hat man hier gemacht. Da sieht man noch den Altbergbau. Und hier hat man zwei Zellen. Und da sieht man sogar noch die Toilette. Das ist wirklich besonders, dass man hier sogar noch die Toiletten sieht. Ja, schaut mal. Mackie ist auch total gehypt gerade. Also ich war hier schon, ach schau mal hier, sogar noch von der Beleuchtung. Alte Bahnschwellen höchstwahrscheinlich. Und die Anlage war natürlich so aufgefahren, dass man nicht möglichst tief in den Berg rein musste, um die Kanonenrohre zu bauen, sondern man musste natürlich schnell hier in die Anlage rein und wieder raus. Deswegen sind wir so nah am Ausgang. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, so ein Berg, der hält schon einiges an Bombardements aus. So, hier wird wahrscheinlich, ja genau, Isolator. Hier wurde Strom lang geführt. Und ich schließe jetzt mal auf und sobald wieder was Spannendes ist, melde ich mich zurück. Ich auch extrem selten. Ich zeige euch das immer wieder gerne. Die alte Verkabelung. Häufig hat man sie ja demontiert, weil man Kupfer benötigte. Aber das Kupfer wurde für Militär gebraucht und deswegen hat man in Untertageverlagerungen relativ schnell auf Aluminiumleiter umgestellt. Aber wir haben auch einige Anlagen schon gesehen, wo das Kupfer noch drin ist. Hier komme ich leider nicht an den Leiter dran, deswegen kann ich es euch hier in dem Fall nicht sagen. Und ganz wichtig, Leute, ganz, ganz wichtig, ihr seht es an meinem Helm und ich bin normalerweise nie jemand, der einen Helm trägt, an dieser Stelle. Wir werden den Eingang und das Bauwerk natürlich nicht verraten, wo wir uns gerade befinden und auch nicht, wann wir sind. Ich kann euch aber eins sagen, sowas bitte niemals nachmachen, das ist absolut gefährlich. Wir sind mit 6 Personen, wir haben 2 ausgebildete Führer hier, die sich hier in der Umgebung wirklich sehr, sehr gut auskennen, die Anlage schon über 40 Mal befahren haben
Und deswegen sind wir natürlich einigermaßen in Sicherheit. Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn sich hier jemand das Bein bricht, der kommt ja hier nie wieder raus. Das bedeutet, ihr tragt hier nicht nur die Verantwortung für euch selbst, sondern natürlich auch für die anderen, insbesondere auch für die Feuerwehrmänner, die euch retten. Deswegen sowas immer natürlich nur auf eigene Gefahr und hier an dieser ganzen Stelle natürlich nicht nachmachen. Definitiv nicht nachmachen. Nehmt euch kein Vorbild. Hier kam das Gestein runter. Und schaut euch das mal an. Das ist schon brutal. Für einige Leute wahrscheinlich nichts Besonderes, aber hier liegen noch die alten Bahnnägel. Oh, das sind eher Schrauben. Liegen hier noch. Und Martin, du weißt ja, an dieser Stelle immer auf den Boden gucken. Ne? Ich komme gar nicht wirklich weit. Ich komme hier immer wieder an Stellen, wo spannende Details sind. Hier zum Beispiel ist eine alte Kette und die Holz eingelassen. Das hat man häufig gemacht und das kann man hier sogar noch sehen. Hier hat man Stromkabel durchgeführt. Ja, da waren Stromkabel drin. Daran waren die Stromkabel aufgeführt für die Maschinen. Und ja. Mackie war gerade so nett, hat gefragt, ob alles okay ist bei mir. Ich sagte, ja, natürlich. Hat dann auch gefragt, ob ich Spaß habe. Also ihr seht, wir achten hier absolut auf uns. Und diese Tour kann man wirklich auch nur mit Leuten machen, denen man zu 100% vertraut. Abstützungen, die waren mal hier drin oder es sind Ersatzstützen. Und Leute, ich muss mich ein bisschen bremsen bezüglich des... Ja, das kam spät. Bezüglich des Akkus, weil wir werden wahrscheinlich hier 8 bis 10 Stunden drin verbringen. Ihr habt richtig gehört. So, schaut mal hier, Leute. Hier haben wir nämlich einen Isolator. Schaut mal hier. Da seht ihr das. So, die Toilette wieder. Und hier ist das Wasser schon deutlich langsam in der Fließgeschwindigkeit. So, ich weiß gar nicht, ob der Becky schon Hallo gesagt hat. Nee, hab ich noch gar nicht. Hast Hallo gar nicht. Herzlich willkommen in der UV-Kröte. Wir sind natürlich mal wieder zusammen unterwegs. Also was können wir nur zusammen machen? Das geht alleine gar nicht, oder? Das stimmt allerdings. Das stimmt. Er macht auch mehr Bock. Wir haben ja gesagt, wir machen zukünftig viel, viel mehr miteinander, ne? Ja, natürlich. Müssen wir ja auch. Tut ja auch gut, oder? Macht exakt, Spaß, exakt. Ja? Das ist Zweite Weltkrieg hier? Das ist Zweite Weltkrieg, ja. So war es mal. Steingut, ne? Das stand im Überleg mal, im Zweifel warst du ja tagelang im Dunkeln, oder? Nö. Nee? Die hatten ihre 8 bis 12 Stunden Schichten. Ja. So, und dann sind die ganz normal wieder über Tage gegangen, ne? Ja. Also, waren ja auch... ganz normale Arbeit, also die haben, das war denen ihr Job. Frauen waren ja viele auch in der Produktion und zum, eingesetzt. Und zum Jahr, Kriegsende waren auch Zwangsarbeiter eingesetzt? Oder ja, natürlich, Zwangsarbeiter hast du in der Kriegsproduktion überall gehabt. Mhm. Ne? Die waren überall und die waren hier natürlich, waren die auch. Ne? Aber die Wachmannschaften waren da. Ja. Und wie gesagt, das wird ja überwacht. Das sind Techniker hier drin, Ingenieure und sowas halt. Die haben halt ihre Industrie nach hier unten verlagert. Mhm. Und eine Industrie besteht nicht nur aus Arbeitern, sondern da ist noch ja, Verwaltung mit dabei. Qualitätssicherung. Qualitätssicherung, administrative Sachen. Mhm. Ja, und natürlich, weil es Kriegsproduktion war, geheim natürlich auch Militär. Ne? Mhm. Klar. Wen haben wir hier? Moin, ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Also 1935 wurde das Ganze hier aufgefahren für die Kriegsproduktion. Ja. Die haben hier Eisenerz geschürft, damit die... Darf ich mal? Damit die Rüstungsindustrie unterstützen können. Aha. Deshalb wurde vor den Kriegsjahren hier richtig viel rausgeholt. Während des Kriegs wurde runtergefahren, weil das Personal woanders gebraucht wurde. Und nach dem Krieg in den 50er Jahren haben sie das Projekt wieder aufgefahren. Da haben sie aber nicht mehr so viel gefördert. Zur Spitzenzeit haben sie, glaube ich, 630 Tonnen, 1000 Tonnen pro Jahr rausgeholt. Und nach dem Krieg dann nur noch 320 oder was. Schiefer oder was haben sie hier geholt? Eisenerz. Eisenerz. Deshalb war dieses Projekt auch so wichtig. Aha. Und die haben... Das ist ja hier riesengroß, 120 Kilometer. Ja, ja, das darf man nicht vergessen. Das ist riesengroß. Labyrinth. Der ganze Berg ist Schweizer Käse. Und die haben aus mehreren Richtungen angefangen einzugraben, weil es wurde damals halt gefördert. Es gab Gelder von der Regierung, dafür, damit die hier abbauen können, damit die Rüstungsindustrie, die ja im Geheimen aufgebaut wurde, hier Eisenerz. Ach, das bedeutet, die haben vor dem Krieg hier schon Rüstung aufgebaut? Natürlich. Das war wirklich zum Aufrüsten. Wobei die Pakt 43, die war ja Richtung Ende des Krieges. Ja, ne? Natürlich. Und die kam ja auch.
Ja, man hat halt durch die alliierten Bombenangriffe, die Städte und Industrieanlagen in Schutt und Asche legten, hat man unter die Erde verlagert. Genau. So, und da im Rahmen dessen hat man gesagt, wir haben hier eben Bergwerkstollen, den nutzen wir, den bauen wir aus. Und dann wird die Produktion hier verlagert. Okay. Fertig. Ich hatte es gerade so verstanden, dass man bereits vor dem Krieg hier schon produziert hatte. Nein, produziert nicht. Abgebaut. Ah, okay, alles klar. Man hat hier für die Kriegsindustrie tatsächlich Eisenerz. Alles klar. Abgebaut. Hat man denn hier das Eisenerz auch direkt verarbeitet oder hat man es hier nur rausgebracht und dann in verschiedene... Das wurde hinten aufbereitet, das war eine Aufbereitungsanlage und ich denke, das wird dann halt wirklich, wie er schon sagt, in Pott zu den ganzen Stahlfirmen wird das dann gefördert. Genau, und da wird es dann verarbeitet. Ne? Also Eisenerz ist quasi der Stein mit Eisen drin und der wird dann, wenn man den aufarbeitet, zu Stahl, genau. Eisen, was auch immer. Ne? Genau, das sind solche Produktionsprozesse. Ja, vorne findet sich halt noch eine Aufbereitungsstätte. Da kannst du halt heute noch die Reste von sehen. Gehen wir da hin? Ja, das ist außerhalb. Ah, okay. Ah, das wäre natürlich auch noch spannend. Sehen. So, wir lassen die mal vor, Leute. Ich habe hier den Anfang der Lorenbahn gesehen. Und wie gesagt, wurde nach dem Krieg auch noch weiter genutzt. Deswegen sind die Rohre hier vielleicht Abwasserrohre. Vielleicht aber auch für die Belüftung. You never know. Die Handwerker von unter euch wissen das vielleicht. Mega. Stell dir mal vor, finden hier noch ein Kanonenrohr, eine 8-8 oder so. Ja, das Geschützrohr. Ja. Aber so ehrlich müssen wir zu euch sagen, wir sind natürlich nicht die Ersten, die hier drin sind. Doch, wir sind die Allerersten. Die Allerersten. Natürlich. Schaut mal hier, sogar noch. Ach, wie geil! Geil! Lass einsteigen, lass einsteigen! Warte mal, komm! Die Dinger sind gebaut für die Ewigkeit. Mhm. Schaut mal, das steht hier ewig rum, packt ein paar Tage und das funktioniert noch. Und wenn ihr heute irgendwas kauft, packt das auf, ist das kaputt. So, das fährt noch. Geil! So, kleine Grubendruckfahrt gefällt. Jawohl, sehr gerne. Geil! Mega! Geil! Komm, setz dich mal drauf. Ja! Warte! Ja. Ab drauf mit dir! Boah, du fettes Loch. Ja, 101 Kilo, gib mir. Schüben, Manni, schüben. Ich bin wie so ein Zwangsarbeiter. Doch, bergab ist dann doch einfach einer. Jörg, ist du beleidigt für das Ding? Nee, ich denke jetzt... Ich war einfach zu schwach. Nee, ich saß vorne drauf. Ich habe natürlich das Ding blockiert. So, ja. Und da seht ihr mal, die Schwellen, so sieht das aus, wenn die eingebaut sind. Und wenn die halt nicht mehr drin sind, gibt es dann diese Löcher, diese Wellen. Aber hier sind die Schwellen noch da. Ja, und hier ist tatsächlich. Und hier gibt es ganz viele Fossilien, hast du gesagt, ne? Ja, also das ist tatsächlich. Das ist. Die Gegend hier vor der Grube ist Urmeer gewesen. Ja. Und daher hast du halt alles, was an Fossilien unter Wasser gelebt hat, kannst du hier halt auch finden. Ein Urmeer, habe ich auch noch nicht gehört, das Wort. Das ist ja auch, dass manche Steine dann sowas. Da sind ja auch meistens Einschlüsse mit drin, dass wie der hier. Also immer mal ein bisschen Auge aufhalten. Ja, ich denke später in den unausgebauten Teil, da kann man mehr sehen. Verstehe. Wir haben halt auch Turm 1 bzw. Niklas hat eins entdeckt, was wirklich groß war. Ja. So ein Viech. 30 cm, 40 cm? Ja, genau. Wow. So, Schnecke oder was habt ihr da gefunden? Ja, Leute, da zahlen, glaube ich, Leute richtig viel Geld für die Sammler. Ne? Wisst ihr, was das ist? Ein Pilz, oder? Ja, das ist ein Pilz. Da, da ist er. Richtig schön gelb. So. Das ist alles vom Druck des Berges runtergewoben. Genau, wir sind also eben unterm Berg oder im Berg, je nachdem, wie man das sehen möchte. Ja, jetzt ist schon eingebrochen, ne? Schau mal. Ich glaube, hier sollte man sich nicht so lange aufhalten. Ich hasse Helm. Hier, was das für ein Hohlraum. Leute, ich finde Helm schlimmer als ohne Helm. Ja. Also nicht schön, wenn das runterkommt. Ja, dann bleibt doch nicht so lange da stehen. Ich muss das filmen. Guck mal, hier bleibt einfach stehen. Da. Ja, du bist durch. Ja, das ist jetzt schon so lange. Ja, easy. Jo, da sieht... Das könnte... Aber also, könnte auch Rohr sein, oder? Ich weiß nicht, das könnte auch ein Rohr sein. Könnte aber auch... Himmelstein, ne? Abgeschliffen, ne? Aha. Aber ja, das... Ja, gut. Dann muss aber so mal aufkommen. Aha. Wir halten die Augen auf. So, also ich kann die Kamera eigentlich die ganze Zeit anlassen, weil es die ganze Zeit spannend ist.
Schubkarre ist das Schwerpunkt. Schubkarre? Ja, da hat schon jemand angefangen. Naja, wir sind hier aber auch was ganz genau. Immer in Arbeit. So, wisst ihr was? Keine Lust, das Wasser zu gehen. Gehst du wieder raus? Nee, ich pack mal ein Drittel. Oh, jetzt gehen wir hier schön durchs Wasser. Und wisst ihr was? Mir ist das mit dem Mikrofon ein bisschen zu schwierig. Ihr werdet dann die anderen vielleicht nicht mal ganz so gut hören. Aber die ganzen Umgebungsgeräusche werden dann nicht mehr drin sein. Also von daher schalte ich mich mal eben auf Mikro. So, meine Freunde, also wir sind schon mal vorgegangen. Ich habe gerade noch mal hier mein Mikrofon eingesteckt. Jetzt sollte es auch deutlich besser sein mit dem Sound. Der Nachteil ist, dadurch, dass ich jetzt gewartet habe, ist das Wasser natürlich hier komplett, undurchsichtig. Die konnten gerade noch alle sehen. Ich sehe hier gerade nichts mehr. Und das, ich glaube, ich werde kurz mal die Kamera ausmachen. Nicht, dass ich gleich mit der Kamera hier reinlande. Ah, das Magen ist ganz schlimm. So, schaut mal, Leute. Mackie kommt gerade hier aus dem Wasserlösestollen bzw. UV-Kröte. Da wurden, wie gesagt, die Geschützrohre hergemacht. Und hier sind wir dann in dem Bereich oder den Übergang zum Altbergbau, korrekt? Altbergbau? Genau. Ja, das ist der Altbergbau. Altbergbau ist das. Ah, wo ist der Unterschied? Wissen wir das? Bergbau und Altbergbau? Hat das nach dem Krieg hier aufgefahren, das Stück? Nee. Nee, Altbergbau 18... ist 1800 irgendwas bis früh 1900 oder was. Okay. Ach so. Das ist ja 1935. Also. Das aber noch von 35. Ja, die komplette... Ja, Ruhe. Alles klar. Dass man das halt nicht befestigen braucht. So, hier hat man wieder was gebaut. Also das gehört auch noch nicht so gut vor, ja. Ich glaube, die UV ist insgesamt 726 Meter. Also die UV ist 726 Meter lang. Hat man das noch nicht geschafft? Nee, wir haben vielleicht 300 Meter bisher. So, schaut mal hier, haben wir noch einen alten Bohrer. Läuft das ganze Grubenwasser hier raus oder noch mehr? Ja, das ist der Entwässerungsstollen. Ja, jetzt ist das Entwässerungsstollen. Genau. Schaut mal hier. Das ist eine alte Weiche. Hier seht ihr auch, wie das mit dem Kabel funktioniert hatte. Ja, das ist Kupfer. Ach, Aluminium, Entschuldigung. Mit Teer umwickelt. Schon toll. Also ich bin begeistert. Auf jeden Fall gut. Und wie gesagt, immer auf den Boden gucken. Wer weiß, ob man hier was findet, was andere Leute vor... Alter, wie geil das aussieht. Guck mal. Das sieht echt schick aus hier. Das gefällt mir. Schaut mal, hier liegen noch ganz viele elektrische Einrichtungen auf dem Boden. Holz ist komplett vergammelt. Das wird wahrscheinlich eine Heizung gewesen sein hier. Vielleicht war hier ein Generator drin. Wow, das wird gut. Das wird gut. Hier könnte eventuell der Generator drin gestanden haben. Schaut mal hier, das wurde gegen verbucht. Schaut mal hier, man hat die Bohrer hat man hier umgebogen und hier hat man da wahrscheinlich Schläuche oder so aufgehangen. Nicht schlecht. Das sieht mal richtig gut aus. So, das Gaswarnmessgerät macht Geräusche. Ihr hört es. Mal gucken, was wir haben. Ob wir hier irgendeine Gasblase haben oder schlechten Sauerstoff gerade. Also hier ist schon gut Luftbewegung. Mal gucken, was da vorne ist. Sehr, sehr spannende Anlage. Fehlfunktion oder? Nee, ich habe nur mal weitergecheckt. Ah, okay. Schaut euch das mal an. Riesengroß, Leute. Und ganz, ganz wenig Graffitis. Ganz wenig Beschmierungen.
Das ist schon super. Ja, das ist leider ein Großteil der Gruppe, weil die halt so mal gerannt worden ist. Wann war das? Wann war der große Run? Damals, wo die YouTube-Videos rausgekommen sind, so 2016 ging das los. Okay. Aber trotzdem, dafür ist noch wenig, ne? Da gibt es andere Anlagen, die sind... Weil desto tiefer du reinkommst, desto weniger wird. Ja? Da traut sich der normale Obexer wahrscheinlich auch nicht rein, ne? Ja, die normalen Turnschuhbefahrer zumindest. Aha. Ja, man muss schon gut ausgestattet sein. Schaut mal Neopren wahrscheinlich. Ja, damit man hier nicht friert. Weil wir sind ja schon längere Zeit hier drin. Und überall noch die Beschläge. Auch hier Kabeldurchführungen. Wenn wir in die Richtung weitergehen, kommen wir im Elektroverteilungsraum und ein Stück weiter ist rechts die Sprengstoffkammer. Die können wir uns noch angucken. Ah, hier runter oder da runter? Ja, da runter. Da habe ich hier gerade durchs Loch geguckt, das ist das Ding, ne? Das ist der Verteilerraum. Ja, den sehe ich, wenn ich hier lang gehe. Genau. Okay, dann gehe ich schon mal vor. Die anderen machen noch Videos. Dann haben wir diesen Raum komplett für uns. Ach, die haben die Abkürzung genommen. Wir haben den also nicht für uns. Schaut mal hier, irgendwelche Puffer hätte ich was gesagt, aber die Isolatoren sind einfach nur angelaufen. Schon nicht schlecht, ne? Ich weiß, seid ihr durch das Loch gegangen gerade oder wie seid ihr hergekommen? Hier rechts rein. Gut, dass ich den Helm auch hab. Ach krass. Wow. Schaut euch das mal an. Leider alles zerstört, Leute. Ich frage mich mal, wer kommt hier hin und zerstört dann die Sachen? Hier einfach alles rausgerupft. Und da oben geht's eine Leiter. Ja, übrigens hier sieht man's. Wart ihr hier schon oben schon mal? Seid ihr da schon mal hochgegangen? Ein Abbaufeld? Ja, die Abbaufelder, die gehen von da aus hier rechts, links komplett weiter. Wir sind hier auf der Förderstrecke und von oben sind so schräg angelegt die Abbaufelder, damit sie das Gefälle nutzen können, um die Steine zu verstürzen. Ah. Und hier unten hast du dementsprechend die Rolllöcher mit den Rollenschnauzen, die dann die Loren befüllen. Dankeschön. Sind die Sachen noch da? Sehen wir die gleich, wenn wir da runtergehen? Ja, stellenweise hast du hier noch Rollen. Mhm. Und, ja gut, die meisten Förderwagen und so sind entweder begraben oder rausgenommen worden. Ja, aber in den Abbaufeldern hast du stellenweise noch Haspelanlagen stehen. Mhm. Du findest hier noch einiges, wenn du es suchst. Okay, wenn ich auf irgendwas achten soll, sag mir gerne Bescheid, ja? Ja. Dankeschön. Aber hier werden wir uns einmal die Details anschauen. Und schaut mal, nach so einer langen Zeit sind die Schilder noch da. Eine Fahrradkette. Ja, Trafo-Raum, genau. Das ist der Umspanner, Umformer, keine Ahnung, eins von beiden. Ja, richtig, so was würde ich sagen. Mhm. Hier kam das Stromkabel an. Hier ging das dann auf die Isolatoren. Das ist schon fest alles noch. Hier waren in der Regel dann die großen Sicherungen. Guck mal, wie das da drin aussieht. Das sieht ja fast aus wie eine Tube von der V2, ne? Siehst du das? Jo! Hat was, ne? Aha, tatsächlich. Nur nicht so schön filigran gearbeitet. Ja. Und hier der Hauptschalter, ne? Ja. Bitte? Ach, dann meint nicht uns. Also hier kam, wie gesagt, der Strom an für die Produktion. Und schaut mal hier, noch original. Ja, Siemens. Ja. Hast du ein Datum drauf? Sehe ich jetzt nicht. Ne? Unten vielleicht, da ist das typische. Ne, weiter unten, noch weiter unten. Noch weiter unten? Da könnte es eventuell dran. Okay. Das sind die Sicherungsautomaten hier. Einen davon haben wir noch. Aber Typenschilder sind da raus. Siemens. Die haben hier alles, wirklich so, alles gerupft. Keramik, okay. Mhm. Das ist Keramik. Da hinten, die hat man schon abgerissen, die Isolatoren. Aber es ist, wie gesagt, noch da. Ne? Wahnsinn, ja. Oder? Ja, ja. Aber und trotzdem. Vor allen Dingen nicht geschützt. Also der Gestein über uns ist so stabil, dass man das nicht eingesehen hat, hier überhaupt eine Mauer reinzubauen. Ne? Mhm. Eine Decke reinzuziehen. So. Mauern kann man aber auch nicht. Also war auch gar nicht so falsch. Steht ja noch ein schönes Kabel. Gut, ne? Alles gut. Schönes Ding. Aber viel Müll, Alter. Ja, geht aber noch. Geht aber noch. Ich was finde ist das hier? Da ist noch eine Abbauebene. Abbaufeld drüber? Abbaufeld. Ja, von da drin. Von aber. Ja.
Das ist jetzt noch fast. Kannst du dich mal konzentrieren? Also wirklich, wir sind live. Ja, genau, wir sind live. Live. Hier ist gar nichts live. Günther 357 sagt, ihm gefällt das. Ja, Günther. Grüß Günther. Er macht wirklich. Ja, ja, klar. Was für eine Platte? Ja, da darfst du nicht unbedingt hingucken. Ach, das hier. Okay. Also wenn oh ja. Kommt, ja, genau, mach da noch vor, Alter. Ja, die ist auch noch runtergekommen, ja. So, wenn die weiter runterkommt, ist das nicht mehr so ganz so schön. Dann, Leute, macht das nicht zu Hause nach. Weißt du, wir sollen schon wieder warnen. Ja, also wir müssen. Also, Roofless, wenn ihr beiden das hört, dann würden wir uns freuen, wenn ihr die Anlage mal mit uns besucht. Leute, ich wollte gerade mal hier die Telekommunikationsunterverteilung für euch dokumentieren. Weil ich sehe gar nichts auf dem Boden. Und ich kann euch sagen, das ist gar nicht mal so untief. Halt dich einfach links an dem Gitter. Boah, jetzt ist das auf einmal hell geworden hier. Rechts rum reingehen? Ja, rechts von dem Gitter reingehen. Guck mal. Ich hab nämlich keine Ahnung, wie ich hier bin. Danke. Oh. Man sieht halt nichts. Guckt euch mal die Brühe an. Guck mal hier, wenn ich durchgelaufen bin vor uns gerade. Sehen wir natürlich gar nichts. Ist jetzt die Sprengkammer hier? Ja, rechts. Rechts. Also hier war damals das Sprengmittel. Ja, Sprengmittel drauf. Sprengmittelstollen. Ich kann nicht sehen. Ich weiß nicht, was das ist. Was ist das denn hier? Ist das hier ein Sprengmaterial oder ist das ein Hammer? Nein, das ist ein Hammer oder irgendwie sowas. Sicher? Würde ich jetzt sagen. Ja, ja, Spaß. So, also hier wurde das Sprengmittel aufgebahrt. Und das ist die, die war immer sehr gut gesichert. Warum geht der eine rechts und nicht links? Das macht man so. Bist du noch nie wie so eine Rolltreppe gefahren? Doch. Ja, siehst du. Dann kennst du das, ja. Was hast du denn hier, Alter? Zum Festhalten. Ja. Ja. Oh, ja. Also, das ist auch sehr interessant. Hier soll noch mal Sprengmittel. Die Tür ist auch da, ein bisschen dicker gehalten. Guck mal, 1977. Was? Wo steht das? Hier. Eingang zur Hölle. Ach so. Da, 1977, Eingang zur Hölle. Ja, da. Ja. Ah, das war der Tresor. Vielleicht für die Zünder, ne? Da waren die Zündkapseln drin, ja. Wollte ich jetzt auch sagen, ja. Hier lag der normale Sprengstoff, ne? Wow. Ammoniumnitrat oder was haben die hier genommen? Boah, das weiß ich nicht. Das übersteigt mein... Also Ammoniumnitrat explodiert. Wir haben die hier genommen. Ja. Und Schuhe, die Obligat. Hier ist ein Rucksack, Leute. Ja, von uns. Ach so. Oh. Wahrscheinlich ist da einer... Alter, guck mal, wie viele Leute hier. Ne, die sind da alle hoch. Hier? Ja. Eieiei. Seid ihr da hoch? Wie sind die da hoch? Leute, so, Mackie. Mach das jetzt. Ich habe auch keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Ich reiß mir da ein Loch rein. Ja. Und dann sauge ich gleich komplett an. Ja, wenn ich hier. Immer so ein Glück. Weißt du, was Lustigste ist? Hä? Die wollen das sehen. Ja, natürlich wollen wir das sehen. Das sind so schlechte Menschen, Leute, mit denen wir unterhalten. Ich nehme alles zurück, weißt du, das sind alles zurück. Ich werde hier gemobbt, das Mobbing. Nee, was denn? Du gehst dann vor gleich, vorwärts rüber. Und dann kommt er die Kante. Ja. Für ein Rohr. Für ein Rohr, zurück. Ja. Du gehst doch vor, bis runter, dann kommt er die Kante und dann kommt. Alles fürs Video, alles für den Hund. Meine Ehre für den Hund. Jawohl. Ich habe natürlich keine Handschuhe an. Er hat was gefunden. Vor allem haben wir hier gar keinen Halt. Und ich hab, du hast gar keine Hand. Und links. So. Meine 440 Euro Taschenlampe habe ich jetzt hingekommen. Wie viel? 440. 400 Euro. Kannst du mal leuchten, bitte? Ja, gerne. Oder ist das schon maximal? Mit deiner? Maximal. Ist nicht deine Ernst. Warte, geht noch mehr, Junge. Sehr gut. So. Und ein, zwei. Und. Ich komme hier wahrscheinlich aber nie wieder runter, Leute. Oh, deswegen hat man Helm auf. Auf die Helme. Deswegen hat man Helm auf, Leute. Ja, ich weiß. So. Ja, ja, ich komme schon hoch. Oh. Lohnt sich das denn? Weiß ich nicht. Ja, es lohnt sich für mich. Aber ob es sich für dich lohnt, was weiß ich nicht. Ich habe ein geiles, ein richtig geiles Abbaufeld. Wie soll ich denn hier durchkommen? Leute, zeig mir mal.
Da soll mein zarter Körper durch. Rudi war gerade auch schon hier oben. Ich sehe. Oh, deswegen kein Helm, Leute. Aua. Oh, gut, dass ich gerade abgetrunken bin. Oh. Ich meine, Eis. Ah, Krampe warm. Kann man dir helfen? Hey, warte. Du kannst die Kamera halten. Ich kann dir ein drahtiges Seil runterwerfen. Ach, du bist doch da oben, ne? Da war eine Lima. Hast du Hilfe? Weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich komme hier gar nicht durch, weil ich so viele Sachen in der Tasche habe, weißt du? Das ist ganz gut. Nee, ich habe die Porn in meiner Brusttasche, weißt du? So, Leute, ich hab's geschafft. Tschüss. So. Oh, ja, du wirst wahrscheinlich auf die Strecke runtergehen. Ich bin drin. Ich zeig euch mal, was ich sehe gerade. Hier ist ja gar nichts. Bin ich jetzt für dieses dumme Loch hier reingekommen? Nein, nichts weiter. Warte kurz. Was hast du da? Du hast hier die Schnecken gefunden? Das ist eine Ammonie. Warte kurz. Ein Ammoniumnitrat. Sag mal, Freunde. Darf ich was haben? Ja, schau mal hier. Alter. Das ist ja wunderschön. Brauchst du den noch? Der Kollege behalten, hier ist noch Pyrit. Das siehst du aber nur, das sind nur ganz, ganz, ganz kleine Pyritwürfel. Ja, aber das dieses Goldene, das Ganze. Ist das Katzengold? Das ist Katzengold, ja. Auch habe ich früher als Kind gesammelt. Ja. Ja, ich auch. Also davon findest du stellenweise auch wirklich schöne Stücke. Ja, aber schön. Aber wenigstens etwas. Toll. Toll. Aber hier, ich glaube, findet man noch ein schöneres? Ja, mit Sicherheit. Ja, weil ich will meiner Mutter sowas mitbringen. Ja. Wir sind morgen nochmal hier. Ihr seid morgen nochmal hier? Ja. Okay, Leute. Ja, mach das nicht zu Hause nach. Das darf man nicht machen. Schwupps, ist es weg. Keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Wir sagen es niemandem weiter. Wie gesagt, ich brauche auf jeden Fall einen anderen Helm. Guck mal. Weißt du, was ich meine? Ja, der ist ein bisschen. Der ist, ja, kann ich den andersrum vielleicht besser anziehen? Nein. Aber hier oben ist ein schönes Abbaufeld. Okay? Oh, geil. Haben die hier damals in der Hocke gearbeitet? Ja, klar. Was für ein krasser Typ. Es wird nur Erz gefördert. Totgestein bringt kein Geld. Aua, oh, bist du das? Ich ja. Deswegen war das auch so hart. Härter als der Stein. Oho. So, schaut euch das an. Wenn du jetzt oben durch das Loch gehst, ja, hast du ein schönes Apfelfeld. Ah, Erdbeerfeld? Erdbeerfeld, ja. Wir spuchen eine Kohle, weil wir fördern Kohle, keine Steine. So. Also ich habe den Helm tatsächlich heute einmal schon gebraucht. Ja, den braucht man öfter, wenn man mal irgendwo einrastet. Aha. Da geht's noch weiter? Ja, ja, da ist ein schönes Apfelfeld mit Holzstempeln. Leute, schaut mal. Da haben die haben ja nicht gestanden damals, ne? Ja, je nachdem, wie groß die Mächtigkeit des Fürstes war, wo sie dran waren. Ah, ja, die haben immer nur so viel abgebaut, dass sie natürlich auch. Ja, so viel, dass sie sich irgendwie bewegen können, ja, aber hauptsächlich ging es halt nur ums Erz. Also kein saures Gestein zu fördern, war die Priorität, weil damit verdienst du kein Geld, das kostet Geld. Verstehe. Lohnt sich da durchzugehen? Gehst du auch da durch? Ja, das lohnt sich da reinzugehen, ja. Ja, dann gehen wir doch mal da durch, oder? Ja. Tschupp. Oh. Das ist quasi los, ne? Raus. Oh, gut, dass ich gut auf Knie bin. Bitte Beute. So, Leute. Da bin ich durch. Und das sind ja alles hier 20-Jährige, mit denen ich unterwegs bin. Ja. Ne? Wie alt bist du? 26. 26. Bei denen ist das hier, ich sag mal, tägliches Doing. Ich komme ja schon an meine Grenze mit meinem Helm. Kommst du noch oder nicht? Also, dann folge ich dir mal unauffällig. Ist das alles Katzengold hier oder ist das Lehm? Was? Das hier alles. Ja, was alles? Warte, ich zeig dir auf dem Rückweg. Also, hier hast du hauptsächlich gerade Sandstein. Das hier. Ist das Lehm? Das ist zerfallenes Holz. Ach so, langweilig. Oder nee, so eine Ausblühung von. Keine Ahnung, was stellenweise ein bisschen Lehm dabei, ja. Manchmal ist das auch der Holz, das wird auch so gelb von den Pilzen, weißt du? Aha. Und das hier ist Sandstein. Sandstein. Und hier vorne fängt wieder Schiefer an. So, er kann gleich stehen. Hoi, ist aber guter Windzug. Ja, ich bin wieder gut.
So, die Kamera ist gerade. Da machst du halt nur so einen Stempel ausbauen, ne? Vollstempel ausbauen. Und der hält das jetzt? Der hält überhaupt nichts mehr. Nee, ne? Deswegen sieht es hier so aus. Ah, nein. Wow, ich gehe mal vorbei. Uiuiui, ui, ui. Da gehen wir nicht weiter, ne? Das ist Totstein oder ist das Eisenerz? Ne, das ist taubes Gestein, das ist taubes. Schiefer. Aha. Ja, Schiefer ist halt sehr brüchig, ne? Ja. Und gerade wenn du dann irgendwie oben so eine Harnischfläche hast, wo zwei Gesteinsschichten aufeinandertreffen, sagen wir mal Sandstein und Schiefer, aha, das reibt die ganze Zeit so tektonisch aneinander, dadurch entstehen so ganz glatte Oberflächen. Wuff. Und irgendwann brechen die Stücke dann runter, ne? Ist das auch während des Betriebes passiert mal? Ja, stellenweise auch durch Sprengung, ist klar, ist auch sowas runtergekommen. Ja. Meinst du, sind Leute hier gestorben? Gab's mit Sicherheit. Das ist der, also da hier viel mit KZ-Flüchtlingen, KZ-Menschen gearbeitet wurde, sind hier einige drin gestorben, ja. Verdammt. Ist das da oben das Erzvorkommen? Das, was ja, man siehst? Das Rötliche, was du hier siehst, ist das Eisenerz. Also das Stein mit Eisenanteil von ach, guck mal, circa bis zu 30%. Da ist noch ein Bohrgestänge. Aha. Spannend. Und das hier, das helle immer? Weil das hier ist viel Lehm. Da. Scheiße. Aber das ist auch noch einfach hell, ne? Scheiße. Ja. Und, oder trocken, ne? Du guckst, wenn das echt rötliche Gestein, das siehst du nur hintersehen, das ist das Erz. Krass. Und das ist im Stein gebunden oder ist das im... Das ist im Stein gebunden, deswegen hast du dann im Nachhinein deswegen ist das die Erzaufbereitung, wo es dann ja, chemisch gelöst wird. Verstehe. Da sind wir gerade durchgegangen, Leute. Und man hat sich wirklich nur so viel weggemacht, dass man hier arbeiten konnte, beziehungsweise, dass man kein taubes, totes Gestein hatte. Hier siehst du dann auch, was für eine Mächtigkeit der Erzgang hatte. Ich würde sagen, halt 50 cm. Da, ne? Das hier. Ja. 60. Und dann endet das auch, ne? Da hat man vielleicht noch ein bisschen da oben, oder? Ja, kann ich jetzt so schlecht sehen. Aber ja, da haben sie nicht mehr wirklich weiter reingebohrt, wahrscheinlich, weil nichts mehr da war. Dann wird das Gestein auch wieder so hell. Ja. Nicht schlecht. Interessant. Also normalerweise seid ihr hier tatsächlich hier nur... Hier siehst du wirklich noch, wie das in den Schiefer übergeht, ne? Das bedeutet, wir sind relativ sicher. Jetzt sowieso, und das ja, ist... Ja, passieren tut meistens. Ja. Die meisten Sachen, die hier liegen, liegen hier schon wirklich sehr lange. Nicht schlecht. Das bedeutet, Deutschland hatte tatsächlich auch gute Eisenreserven, ne? Man hat haben sie immer noch. Das Problem ist einfach nur... dass in Deutschland die Eisenerze meistens nur so einen 30%igen Anteil an Eisen haben. Ja. Und woanders wie in Australien oder so, da hast du wirklich Gestein, die haben stellenweise 60%. 60%. Dementsprechend ist es in Deutschland einfach nicht mehr profitabel, weil du das im Ausland günstiger importieren kannst. Verstehe. Deswegen ist der deutsche Bergbau ausgestorben. Ah, weil überall anders billiger, ist billiger, ne? Weil sie da auch auf die Arbeitssicherheit scheißen. Das in China interessiert das keinen, wenn da mal 100 Leute verschüttet werden. Ja, leider nicht. Leider nicht. Und, gefällt dir? Gut, ne? Hier dieses Rötliche. Da sitzt das Eisen jetzt drin. Geil. Warte, da müssen wir jetzt wieder durch. Die Jugend geht vor. So, Ladies, schaut genau hin. Die 4-6% Frauenanteil, die haben jetzt was zu sehen. Da sind nämlich zwei sehr junge athletische Herren. Der war gut. Oha. Habt ihr was gefunden? Ja, hier eine Koralle. Eine Koralle. Koralle. Fühl mich wach, wie ich hier durchkomme. Und Leute, das ist mein Problem. Ich sehe gar nichts. Mein Helm rutscht mir immer irgendwie ins Gesicht. Ja, das ist meistens. Guckst du nur auf den Boden. Ist bei euch auch so? Ja, da musst du mit klarkommen. Ach so, ich dachte, das leckt an meinem Helm. Das kannst du meistens nicht verhindern. Oh, guck mal. Junge, Junge. Ach, wie eine kleine Echse. So eine Feuerhexe oder so, ne? Herrlich. Bist du da schon lang? Ja, da geht es halt noch ein ganz Stück weiter. Dann gehen da kommst du eigentlich gleich runter auf den Trafo-Raum. Also ja. Wir könnten auch da im Trafo-Raum wieder runtergehen. Ach so, die Treppe da. Die Aluleiter war nee, das wurde wahrscheinlich einfacher als da jetzt runter, ne? Ja. Naja, die Aluleiter, die steht eigentlich nur auf der Tür von dem Elektroverteiler. Also die Zierde. Ja, die steht nur so da. Viel vertrauenswürdiger ist es auch nicht. Also Leute, eine gute Investition in den Helm. Und jetzt, ja, ich weiß, die Hälfte der Leute wird jetzt sagen, warum hat der Typ keine Handschuhe an? Und ich habe es gut, dass ich einen Helm habe, oder?
Aua. Aua. Schaut mal da. Da ist er gerade durch. Scheiße. Und er hat irgendeine Bockwurst oder so gegessen. Der riecht nach Bockwurst. So, ich muss da jetzt durch. Ich muss da jetzt durch, Leute. Und das mit meinem dummen Helm. Aber der wird mir wahrscheinlich heute mehrfach das Leben retten. So, meine lieben Korallen und wie heißen sie nochmal? Schnecken, Amaphide oder wie? Wie heißen die? Amethyst. Aber Sauerstoff ist gut. Vielleicht findet man noch irgendwie den Goldzug oder. Oh. Also ich bin nicht zu dick, aber auch, aber ich habe hier halt eine Menge Zeug drin. So, Leute. Dankeschön. Es ist wirklich sehr eng. So, mein Bein lehnt wie hier rum. So, alles noch drin. So, und? Kommst du durch? Du hast kein Problem, ne? Ich denke nicht. Der Typ ist einfach. Das ist eine Maschine. Oh. Oh. Micky, würdest du das einmal filmen? Ja. Schön gottlos abmauen. Lass uns mal schütteln. Nein! Gimbal kaputt. Das steht jetzt schräg. Ja, muss einmal aus und einmal anmachen. Ich mach das einmal aus. Das Display drehen. Was? Display drehen. Nee, das okay, Display. Gimbal-Fallschutz. So. Ja, warte, gelöscht. Geht ja. Das denn jetzt auf? 1,45? 1,47? Ja. Du musst, könnt ihr mal drauf, glaube ich. Du musst Licht ausmachen. Schwierig, würde ich sagen. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen. So, jetzt bitte einmal richtig gottlos aus. Pass schön auf, ja? Ich krieg wieder Ärger von meinen Fans, von meinen Fanboys. Aber ich habe hier Trick 17. Oh, weil du keine Handschuhe an hast. Ja, gibt mir Ärger. Handschuhe sind was für warme Duscher. So, Toni, ich hab's dir nicht. Das gut gemacht. Ja, ne? So. Und jetzt, wie es die Jugend macht. Oi. Doppelt so schnell. Ich trinke Kaffee und rauche. Ich sehe nur Dampf. Du dampfst einfach nur. Ich bin heißer Typ. Egal aus welcher Öffnung dampfst du. Also hier wird gerade Kaffee getrunken und Zigaretten geraucht. Und gegessen haben wir auch schon. Es gab ein Energie und hier so ein MyFood-Riegel. Hm. Und so kleine Mini-Salamis. Oh, die sind gut. Deswegen hat's auch. Ganz wichtig, lecker. Alles immer nach UVV. Ja, ne? Und immer nach UVV. Immer nach UVV. So, das muss ich euch unbedingt noch sagen. Also er hat uns gerade erklärt, wo wir uns gerade aufhalten. Und welche Funktion das hatte, also das sind die Sprengstoffkammern, klassisch nur Sprengstoff. Hier wurde der Sprengstoff gelagert, natürlich hinter festen Türen, da auch. Hier waren die Zünder drin und hier war ein Stollen. Falls es hier eine Explosion gab, ist die Explosion hierhin und konnte sich hier aufgrund der Zickzack-Anordnung des Weges nicht ausbreiten. Und ist dann nicht in den Stollen reingelangt. Und das wird wahrscheinlich hier ein Kasten gewesen sein, wo die Munition, also der Sprengstoff, dann gelagert wurde. Ich habe nur ein T-Shirt an und mir ist definitiv nicht kalt. So, ich habe schon gedacht, wo bist du denn lang? Schaut euch das an, Leute. Das ist einfach normal. Also wir haben uns gerade noch mal die Karte angeguckt. Der Kollege kennt sich ja hier ziemlich gut aus und hat uns mal gezeigt, wie diese riesige Anlage zustande kommt. Das sind quasi durch die Abbaufelder kommt diese schiere Länge zusammen. Die Anlage selbst ist natürlich auch lang, aber die 140 Kilometer kommen halt durch die ganz vielen verschiedenen Abbaufelder zusammen. So, und ich werde jetzt hier die Kamera ausmachen, damit ich
gesunden Fotos hier lang gehe. Also bis gleich. Sind sie gerade alle stehen geblieben? Weil hier richtig fette Steine runtergekommen ist. Genau, er sagt es gerade, das nennt sich Verbruch. Und deswegen mal wieder der Hinweis, macht das nicht. Entschuldigung, lohnt es sich hier lang zu gehen oder können wir hier bleiben? Geht hier oben wieder relativ. Müssen wir denn hier lang? Müssen wir hier lang? Hey, müssen wir hier lang? Ja. Müssen hier lang. Ja, wollen wir. Wir wollen die Schnecke sehen. Wir wollen die Schnecken sehen, Leute. Das Einzige, was du hier nicht machen darfst, ne? Atmen? Gedanken. Gedanken, ja, oder atmen, ne? Einfach nur laufen und mir auf die Fresse fliegen. Das ist das Einzige, was wir zählen. Oh, hat er irgendwie auch recht, ne? Mein ganzes Leben besteht aus Vermutungen. Bin ich geboren? Bin ich am Leben? Wer bin ich? Geil, oder? Mega gut, Leute. Schaut euch das an. Also, wir haben genug Licht dabei. Wir haben Essen dabei. Wir haben Trinken dabei. Wir haben Oliver Bescheid gesagt. 8 bis 10 Stunden haben wir uns gegeben. Kalt wird auf jeden Fall nicht. Ich habe eine Jacke noch dabei. Ich bin auch noch trocken geblieben. Ich glaube, Mackie hat Wassereinbruch in der Hose. Und schaut mal hier die Blasen. Das sieht ja spannend aus. Aber Blasen sind Methan, ne? Aber es riecht ja nicht. Also CO2. Geruchslos. Ja, der hat ja ein Gasmessgerät. Mehrfach. Achso, ja. Naja, wir sind ja nicht die Ersten hier. Huhu. Hey, wie sah das Wasser denn hier aus? Hey, du hast da so eine Schiene. Geh doch ein bisschen rüber von hier aus als eine Schiene. Mit der Wolken. Ja. Schaut euch das an, Leute. Ja. Man sieht nicht, wo man hingeht. Und überall sind Steine. Ja, ja, habe ich schon gepasst. Hier noch ein Stein. So, Ferenc, ich hoffe nicht, dass das der Bereich ist, wo du dir dein Schienbein fast gebrochen hast. So, ich habe hier einen richtig guten Trick. Ich laufe einfach in der Schiene. Doch, hier ist super. Ich laufe hier gerade in der Schiene. Ist relativ safe. Hallo. Guck mal, da hat einer geblutet. Geil. Was haben wir hier? Boah, hier ist auch ein dicker Stein runtergebrochen. Abbaufeld. Oh ja, da ist dieser wie heißt der Amethyt oder wer? Amit? Wie heißt der? Ammonit. Ammonit. Oh, der ist aber schön. Ich geh mal weg. Leuchte mir mal kurz nicht in die Augen, bitte. Da? Achso, nicht in die Augen. Nee, sehe ich gar nichts mehr. Okay, dann macht ihr erstmal den Ammonit und ich mach die Weiche. Ja, ich bin fertig. Achso, dann hier, die Weiche musst du unbedingt noch aufnehmen. Die Weiche hat es in sich. So. Schaut mal hier. Das ist ja wohl schön, oder? Da, Entschuldigung. Wunderschön. Mega. Ja, man muss die Augen aufhalten. Dann wird man wahrscheinlich noch mehr sehen. Ja, ja, ist der Einzige. Ja, ne? Desto weiter du in Richtung Kaiser kommst, desto mehr kommen. Schön. Und wie weit geht das jetzt hier noch in den Schuhen? Endlich. Also. Ja. Oh. Also ist schon ein krasses Hobby, Leute. Das ist wirklich ein krasses Hobby. Haben wir eine Idee, was das hier ist? Das hier, was das ist, wissen wir das? Ausblühung. Die hat der Kollege René auch manchmal am Popo. Diese Ausblühung. Passiert zwischendurch, ja.
normal, wenn man... So, also wir haben jetzt hier gerade einen Bereich gefunden, wo ganz viele von diesen versteinerten Krustentieren ist. Also für alle Geologen unter euch. Hier haben wir so einen Kopffüßler, so ein ganz frühes Getier. Ich hätte es nicht erkannt. Sieht eher aus wie ein Penis oder so. Ne? Oder Tintenfisch. Oder Pilz, alter Pilz. Ja, dann. Im Pilz kennst du dich aus, ne? Im Pilz kenn ich mich aus. Ja, da ist auf dem Matsch. Das ist auch richtig gut, eine alte Ölkanne, ne? Ölkanne? Macht Platz. Oh ja. So. Eine kleine Brise. Eine Brise? Eine Drüse. Da wie war das? Oh, das ist aber schön. Oh, das ist sehr schön. Das ist ein oh, herrlich. Also die Anlage hat nicht nur Geschichte zu bieten, sondern auch geologische Phänomene, nenne ich sie jetzt einfach mal. Keine Ahnung, wie man das so nennt. Aber die Stecke am Anfang, die war schon geil. Was haben wir hier? Auch wieder so eine Stecke. Ganz gut. Schaut euch das mal an. Mega gut. Mega gut. Alles voll mit dem Feuer. Das hat einen Warner-Stempel. Musst du Toni fragen, der kennt sich damit aus. Du musst wirklich überall hingucken. Ja, die ist schön. Ja, so haben wir einen. Ja. Jo. Den haben sie auch schon ziemlich misshandelt. Die wollen den rausholen, ne? Oder was machen die damit? Ja, du hast viele Mineralhaie, sag ich jetzt mal. Ne? Die sind natürlich geil auf sowas, die kloppen oder alles, was sie sehen. Mineralhaie, habe ich auch noch nicht gehört. Das ist Footballer. Hey, Alter, Hilfe mir. Steckst du? Mineralhaie, Leute. Hilfe! So, Leute, ich habe auch mein erstes Fossil gefunden. Ich dachte erst, das wäre ein Drachenzahn, hier so ein Dinosaurierzahn. Aber das ist wahrscheinlich auch eine Schnecke oder so. Die Struktur, die gefällt dir besser. Danke. Deine Struktur gefällt mir auch. Also wenn du den rausholst, musst du dann einfach selber reinlegst. Dann hast du das. Muss ja aber richtig breit pickeln. Ja. Kriegt man den en bloc raus? Hä? Kriegt man sowas en bloc? Ja. Ja, du musst das große sich rausnehmen, sonst bricht er sofort kaputt. Ja. Ach, guck mal, hier ist auch noch ein bisschen. Oh ja. Da. Ja, da muss auch noch was. Also ist alles voll, Leute. Schublade, ne? Ja. Hat ein Schild gefunden. Was da drauf steht, ne? Hey, Leute, ich kann es fast lesen. Ja, verboten. Ja, verboten. Streckensperre. Nee. Ist verboten. Drehen wir wieder. Ja, es ist, zwar, es ist also ein deutsches Schild, ne? Verboten. Ja. Eindeutig deutsch. Leute, die Luft ist hier nicht ganz so gut, glaube ich. So, Leute, hier. Da geht's runter in die Tiefbausohle. Ach so, will das nochmal jemand sagen? Da geht's runter in die Tiefbausohle. Ja, geht's runter in die Tiefbausohle. Aber guck mal, wie tief es in die Tiefbausohle geht. Ich glaube, ich gehe da mal in die Tiefbausohle. Kommst du mit? Beziehungsweise ist das ein Haltesystem. Was bevor das auf. Was hast du? Du musst sonst das Wasser. Bist du behindert? Was sagt er? Ob du behindert bist. Ja, ey, wir kennen uns aber schon so lange. Oh, habe ich mein Handy gesichert? Ja. Dann gehen wir mal. Das geht richtig tief runter jetzt, ne? Ja. Du siehst das nur nicht. Also pass ein bisschen um. Und wie tief geht es da runter? Ich sag euch das gleich. Ja, da geht es bestimmt noch 15 Meter runter. 50 Meter. Ja, das sind noch nicht 50? Da jetzt, wie gesagt, tief runter. Also Pumpen so. Da mussten die damals schon Wasser pumpen, weil das hier unter dem Grundwasserspiegel ist. Also, das ist ja schon die Auswahl. Ja, wo willst du denn hin? Da runter. Dein Rucksack drin. Dein Rucksack ist nicht gleich im Wasser. Ist nicht schlimm. Da ist nur die Prinzenrolle drin, keine Werbung an dieser Stelle. Das heißt, es geht jetzt wie in den fünften Schlag. Schaut mal, Leute. Da sind wir gerade drin. Das ist ja interessant. Und da kann man durch? Das heißt, hier können wir eigentlich mal eintauchen, ja? Ja. Da könntest du reintauchen. Schaut mal. Guck mal, der Boden jetzt. Ja. Alter, das ist ja geil. Das ist so ein bisschen wie so in so einem Alien-Film. Guck das mal an. Mega aus. Ja, ich komme ja aus der Zeit, wo es die Akte X-Filme gab. Das ist so ein bisschen wie Akte X gerade. Ach,
Es gab schon Fernseher, als du jung warst. allerdings so ARD und ZDF. Und irgendwann kam dann RTL dazu. Ach so, ja, cool. Das super, ja. Kino und DSN. DISF. Das DISF. Gibt es das überhaupt noch mehr? Ich gucke das immer nur, wenn abends die Schmuddelfilme kommen. Dafür gibt es doch jetzt irgendwie live oder was da ist. Ja, das ist ja auf D-Max oder was wir jetzt gerade gesagt haben. Gib mir einer sein Pfötchen. Komm her. Ja, du hast auch, ja. Dem vertraue ich nicht mehr. Der hat gerade auch meinen Gimbel fallen lassen. Ja, mit Absicht. Ja, natürlich. So, da war ich gerade drin. Ja, jetzt ist Brühe. Jetzt ist Brühe. Geile Nummer. Aha. Auch da hinten, wie das aussieht, ne? Wo die normalen Spaßbügel da stehen. Ja, ja, die sind schon wieder vorne. Vorne weg dabei. Das ist schon eine schöne, schöne Angelegenheit. Guck mal, hier liegt irgendwas drin. Ja, eine Lore, ne? Das ist der Kettenzug, richtig? Mhm. Ich glaube sogar eher, das ist ein Haltesystem. Dass wenn die Lore nicht kommen, dann fällt ja in einem bestimmten Winkel ab. Ach so. Dass die quasi automatisch gehalten werden. Und wie bei einer Achterbahn. Ein automatisches System, so ein Vorschubsystem. Mhm. Leider. So, wir haben hier wahrscheinlich ein Schutzraum oder Gasflaschenlager. Ich würde tatsächlich zu einem Schutzraum tendieren. Das ist der Darkroom. Erzähl den Leuten hier auch vom Schutzraum. Das Hundeding. Ja, sieht danach aus. Oder? Und hier sollte eine Geode sein, aber die war tatsächlich ein bisschen kleiner als erhofft. Und deswegen hatte man die anscheinend hier liegen lassen. Schaut mal. Was auch immer eine Geode ist. Was ist das bitte? Was ist das bitte? Das ist Sinter. Ja. Und das ist aber eine relativ seltene Sinterart. Wenn das so anfängt, sich so richtig, dann sieht es aus wie Wurzel, so ein richtiges Wurzeln. Das ist leider hier schon ziemlich kaputt gemacht worden, aber diese einzelnen Dinger, so wie hier, ja. Also das ist. Ist denn Sinter immer Auswaschung vom Beton oder? Das sind einfach Mineralauswaschungen. Mineral. Die werden vom Wasser mitgetragen, lagern sich wieder ab. Ist meistens oft Kalk, sehr kalkhaltig. Mhm. Und deswegen gibt es das auch im Bunker, ne? Weil der Kalk da ausgewaschen wird. Ja, genau. Okay. Interessant. Dann wäscht der Kalk aus dem Beton raus und dadurch hast du dann diese Sinterröhrchen, die entstehen. Ja, nice. Und dann werden teilweise auch Stalaktiten, deswegen, ne? Sind die auch so schneeweiß. Ja. Irgendwann wird das Sinterröhrchen dann zum Stalaktiten. Also man spricht von einem Stalaktiten, wenn es von innen nicht hohl ist. Solange es von innen hohl ist, ist es ein Sinterröhrchen. Ah, Leute, jetzt und habt wenn, ihr... Und wenn Stalaktit und Stalagmit zusammenwächst, ja, dann ist ein Stalagnat. Ah. Ein ganz einfacher Satz zu merken, die Titten hängen, die Mieten steigen. Ja, ne? Oh, da habe ich mal richtig Ärger für gekriegt in meinem Video. Da hat sich irgendeine Theme von... ja. Wegen der Wetterführung. Dass die nun die Strecken oder Abbaufelder zugemauert haben, damit das Wetter wirklich da lang fließt, wo es auch hin soll und nicht in irgendwelche Abbaufelder reingeht, wo gar keiner mehr arbeitet. Verstehe. Also eine Wetterlutte ist das, ne? Na, oh, das ist eine Wetterlutte. Ja, ja. So, da kommen wir her. Und das habe ich gerade komplett übersehen, Leute. Vielleicht ein Werkzeugraum. Hier sind noch relativ moderne Kabel. Kupfer. Pressluft. Also es wird wahrscheinlich eine Werkbank, Werkzeugraum gewesen sein. Und schaut mal hier, ganz viele kleine Löcher sind. So Leute, schaut mal. Ich weiß nicht, ob ich das Gerippe anfassen werde. Das ist auch nochmal richtig, richtig gut. Da vorne war die Bärenhöhle. Die haben wir überall Verbruch. Der ist richtig gebrochen. Wir haben gerade eine Brotzeit gemacht. Und dann gehen wir jetzt weiter lang. Hier sind wir jetzt in dem Bergbau. In der Bergbaugegend. So, hier sind wir jetzt in der Bergbaugegend. Und schaut mal, der Unterschied, da ist das Wasser klar. Und da, wo die Jungs lang gegangen sind, ist es komplett schmodderig. So, es ist auf jeden Fall anstrengend, so nach gefühlten 2,5 Stunden und wir wollen 10 machen. Ja, wird spannend, Leute, wird spannend.
Hier geht's wieder hoch. Das sieht mal richtig gut aus. Ich gebe euch mal weniger Licht. Das ist immer noch zu viel Licht, weniger. Schaut euch mal hier. Das sieht ja wohl Hammer aus. Wunderschön, Leute. Da vorne fährt ein Skateboard. Da hinten. Aber ich zeige dir nochmal hier, wie geil das aussieht. Die ganzen Versinterungen. Und schön, ja, wa? Ja, sehr sogar. Aber wir hätten hier auch trockenen Weges durch. Luxus, haha, da steht Luxus links und Hölle rechts. Ja, recht haben sie. Und wir gehen alle den Höllenweg. Ja, da kommt der Toni. Warten wir mal. Der beleuchtete Mann. Bobby ist so warm, ne? Oh. Ist einfach so warm. Ich glaube, wir haben ja erst 2,5 Stunden. Wir wollen 10 Stunden hier drin bleiben. Egal oder Digga? Nein, ich bleib auch nicht so lange drin. Keine Ahnung. Kommt da das Floß? Kommt da das Floß? Wohin gehen wir gerade? Für Toni jetzt gleich nicht einfach. Frag mal, ob das für Toni noch lohnt. Hey, lohnt sich das für Toni noch? Ja, natürlich. Ja. Oh, mein Fuß steckt fest. Soll ich irgendwas nehmen? Also war jetzt nicht ganz einfach. Darüber. Aber Toni war es definitiv besser als ich. War der auch da beide Hände frei. Ich glaube, die Bahn kommt. Ich schätze doch einfach mal. Du musst doch jetzt nicht auf 100 Meter. Das heißt, wir fahren jetzt so ein paar Mal, wie viele Sekunden ist. Und nicht mehr als drei. Das ist das Floß, ja. Wir paddeln zum dritten rüber. Ja. Dann paddelt einer wieder zurück. Ja. Dann wird die nächsten zwei ab. Gut. Oder, ja. Wie viele Meter waren das? 100 Meter geht das jetzt hier rein. Dann. Okay. Einer von euch muss wieder zurückpaddeln, ne? So, zu dritt haben wir doch gehabt. Ja, also einer von. Yeah! Ja, wir fahren zu dritt rüber und einer fährt dann wieder zurück. Ja. Macht das dann auch gerne, kein Problem. Geht's dir gut? Ja. Ich glaube, ich habe zu wenig Sauerstoff. Okay.
So, ich befinde mich doch nicht ganz so gut. Ich befinde mich jetzt auf einem Floß oder Paddelboot? Was haben wir hier? Das ist ein Stück Müll. Also. Ist irgendwas zusammengebunden und da, das bringt uns jetzt hier und okay, ich setze mich mal hin. Okay, ich besser als hier geschlagen. Erstmal musst du nochmal runter. Erstmal musst du nochmal runter. Warum? Weil er dann auf Steinen auch nicht da. Weil was? Das liegt auf Steinen auf. Wir müssen das erstmal freimachen. Das ist dann auch gleich kaputt. Ah ja, du hast recht. Ja. 100 echte Kilo. No. Der Schiff ist schon unglaublich den Kopf. Da ist das wohl. Absolut. Da kommt die erste Fahrt. Wer will nicht? Wie kommst du mit? Ja, ich fahre mit Jörg mit dir mit. Ja. Jörg und ich. Und dann geht's ab. Ist das denn Scheiße. Ja. Warum? Ja. Einfach aus Sicherheitsgründen. Wen nimmst du ab? Okay. Den Rookie? Ja. Toni, das erinnert mich ein bisschen an Arnheim oder wie das Ding hieß. Ich darf noch nicht mal gesehen, was hier oben abgeht, Alter. Wir wollen hier rüber. Oh, wir müssen hier rüberfahren, Toni. Ach, okay. So, ich spiele jetzt. So. Kannst du rausschneiden. Muss ich. Kommst du? Weil sonst laufen wir hier ab. Kennst du das, den Film Titanic? Ja. Warte, nee, nee. Ist der kleine blaue Elefant oder was? Ich glaube, wir bleiben auch draußen, oder? Okay. Ich glaube, zu dritt ist keine gute Idee. Doch, doch, das ist super. Ihr seid zu fett. Das ist genau richtig jetzt. Wer paddelt? Also, zu dritt geht nicht, oder was? Ja, warte mal, warte. Weiß ich nicht. Vielleicht, wenn du dich noch mehr auf die Ecke setzt. Also schau mal. Das Ding ist übrigens nicht Wasser. Ja, mach mal Füße ins Wasser, ja. Warte mal. Eine Geballtolle. Aber mein Rucksack sollte nicht so nass werden, da ist eine sehr feure Lampe drin. Nein. Tief. Geht schon unter Wasser. Ich fühle mich wohl wie ein Fisch im Wasser. Ja, du hast aber auf der Ecke. Es fehlen schon Kanister, es sind schon ein paar Kanister gefallen, deswegen. Ja, aber weiter nach vorne ist auch scheiße. Leute! Alter! Leute, das ist so witzig! Ich sitze jetzt hier auf Gitterflug, was du da machst. Ich weiß nicht, ich werde auf jeden Fall nass. Wo? Brauchst du Hilfe? Ich. Warte, bleib du mal ruhig sitzen. Ruhig. Auch wenn du da jetzt so sitzen darfst. Ja. Warte, ich helfe euch. Komm, komm ein bisschen her. Ich werde mir Mühe geben, ein bisschen zu helfen. Halt mal. Geht nicht, ne? Das ist nicht wasserdicht, der Kollege. Die helft ja. Ja, stell dich so schnell, weil du nicht. Alter, das ist super. Komm rein wieder. Ich paddel uns hin. Ja, dann kann ich aber nicht. Also ich kann mit meinem Fremd, aber mit meinem, weil ich muss mich hier festhalten. Du brauchst dich gar nicht festhalten. Gib mal her. Warte, warte. Ich fall, fotografiere mich beim Paddeln. Das kannst du doch kein Bezirk, was wir hier machen. Gib mal her. Das kannst du kein Bezirk, was wir hier machen. Doch, ich erzähl's mir selber. Ja, aber das können wir eigentlich laufen, Lotte. Ja, ich glaube, hier geht's schon. Ja. Hier soll man. Ich weiß nicht, ich glaube, da vorne ist irgendwie eine kritische Stelle. Okay. Wie hieß doch mal der Typ von der Titanic? Mike oder George? Ich hab den Film nicht geguckt. Oh, den musst du gucken, der ist gut. Ich finde den nicht. George Kubi. George. Ach, wie heißt er? Was? Das ist doch. Wie heißt er? Leonardo. Leonardo, genau. Ich will mal ein bisschen von der Hand wegschoben. Leute, das wird eng. Warte, ich gebe uns hier auch nochmal einen Schubs. Aber ich will nicht, dass du, obwohl der Ding ja nicht in der Mitte tiefer kommt, ne? Wir sehen uns. Ja, geil. Ja, Achterbahn. Ja, geht so. Hui. Wie gibt es denn hier nicht einen Einsatz gerade, ne? Krass. Ich finde, das ist noch zu wenig. Guck mal, was ich hier mache. Ich kriege ja gar keine Lobbeeren. Da gehen die. Alter, das sind fünf! Ah.
Ja, wir nur fürs Video. Ach, ihr habt jetzt einfach gesagt, ihr lauft durch, ja? Kann man auch machen. Wir wollten die Illusion am Laufen halten, dass wir hier, weiß ich nicht, in Lebensgefahr sind. Ihr lauft uns hinterher. Super gemacht. Ich fühl mich ein bisschen wie Indiana Jones in der Königreich der Totenköpfe. Das ist ja, glaube ich. Oh. Oh, wir sind falsch, Leute. So groß ist das hier. Wir sind falsch. Wir haben uns verfahren. Da ist eine Mauer. Oh, Jungs, wir sind richtig ins Wasser, Alter. Jetzt stell dich nicht so an. Guck uns an. Wir sind hier auf so einer... Wir sind in Lebensgefahr. Guck mal, das ist ja gar nicht tief. Wir sind in Lebensgefahr. Wie geil, aber ey, auf einmal sind wir voll schnell. Extrem lange Beine. Lange Beine oder Langeweile? Auch. Hammer. Mega geil. Boah, ich bin blind. Ey, Junge, bleib mal nicht in die Fresse, ich sehe gar nichts hier. Okay. Ey, wir können nicht schwimmen, ja? Wir haben Angst. Bitte. Ja, ich merke das schon. Das ist das Seil, da wird das Ding wieder angebunden, kann das sein? Ja, stellenweise, ja. Aber hey, hier kannst du durchlaufen. Was? Wollte ich nur gesagt haben, bist du nicht geschwommen? Nee. So war das auch. Aber der Toni passt. Wo ist der? Wir haben das Spiel schon mal den Wasserpunkt wieder freigeholt. Der Wasserstoff ist wahrscheinlich richtig. Oh, guck mal, wie tief das Wasser ist. Alter, ist das Wasser tief. Ja, ja, klar. Und hier stehen wir jetzt gerade, Leute. Bin mal gespannt, ob wir da lang wollen, aber ich glaube, ja. Oben drüber ist ein bisschen frei, aber das ist schon. Doch, hier ist ja schon alles abgefallen, außer da vorne. Wir haben noch Helme. Wenn die Platte nachlässt, ja, dann fällt das ja da unten. Kommt der ganze Hang runter. Aber wir gehen ja oben drüber, oder nicht? Ja, natürlich, aber wenn der wegbricht, dann. Da passiert nichts. Du hast Angst? Angst? Große Panik. Angst ist nur ein Gefühl. Ja, aber, Angst, aber ein starkes, Leute, ein starkes. Wie weit geht das denn da? Verbruch? Der ist so ein kleiner Verbruch und dahinter geht es direkt wieder runter, ne? Ja, ganz klar. Ja, hier. So, Leute. Motivation ist langsam nach. Bei einigen. Zum Beispiel bei mir. Und wenn man sich das hier anguckt. Entschuldigung, wie weit ist es denn noch bis zum Piccolo-Stollen? Weil der Toni will hierbleiben. So, meine Leute, man geht zusammen, man stirbt zusammen oder nee, man kommt zusammen, man geht zusammen so rum. Wir sind ja 6 Personen und wir haben uns jetzt entschlossen, uns aufzuteilen, 3 und 3. Toni, jetzt habe ich deinen Namen schon wieder vergessen. Julian, ich habe gerade noch gesagt, jetzt. Also ihr merkt, der Sauerstoff ist nicht mehr ganz so gut. Wir werden jetzt umdrehen, weil wir tatsächlich gelahm sind. Und wiederholt sich auch alles sehr stark. Aber Mackie will unbedingt den Piccolo-Stollen sehen. René natürlich auch. Die sind auch alle deutlich jünger und fitter. Und deswegen werden wir jetzt... in die Richtung führen. Ja. Da läuft sie 4 Stunden. Ja, 4 Stunden steht da? Ja, ach so. Ja, genau. Also das Problem ist, bis zum Piccolo-Stollen von hier aus ungefähr noch mal mindestens 1 Stunde. So wie wir aber unterwegs waren... wahrscheinlich Stunde 20, Stunde 30, bedeutet alleine schon 3 Stunden hin und zurück. Dann da Fotos machen, noch mal eine halbe Stunde. Und dann noch mal 1,5 Stunden rückwärts. Das ist uns einfach zu viel. Und deswegen haben wir uns jetzt entschlossen, zu dritt rauszugehen. Und der Mackie wird euch auf jeden Fall noch den Piccolo-Stollen zeigen. Und wenn ich hier noch mal was Spannendes sehe, spätestens aber am Ausgang, melde ich mich gleich noch mal zurück. Das hat gesagt. Ja, Leute, jetzt habe ich fast ins Wasser gefallen. Rückweg. Also hier ist das Floß. Wir werden jetzt aber ohne Floß gehen. Toni nimmt das gleich noch mit. Oder er nimmt das schon mit, Julian. Ja. Auf jeden Fall nehmen wir es wieder mit rüber. Ja. Schon spannend hier mit dem Floß, ne?
Das war ungewohnt mit Helm. So, meine Freunde, also wir haben es geschafft. Toni hat noch ein paar hundert Meter. Er ist auf jeden Fall gut am Ende. Und als Team werden wir natürlich gemeinsam hier Teile auf jeden Fall das Thema heute beenden. Dann gehen wir was essen, die Karre laden und dann so 3 bis 4 Stunden kommen dann die anderen. Und da müssen wir jetzt durch. Drückt uns mal die Daumen, dass wir da trockenen Fußes durchkommen. Freunde. Also, was ist dein Resümee? Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Kann man machen, muss man aber nicht. Ne? Ja, ne? War hart, oder? Ja. Also, war wirklich hart. Toni, was sagst du? Das ist kein Bock mehr, ne? Scheiße. Er hat keinen Bock mehr. Also. Regnerischen Wetter nicht zu empfehlen, Alter. Ja, zum Schluss habe ich einen richtigen Schwall Wasser ins Höschen bekommen. Also mein ganzes Höschen ist das. So Leute, also kurzes Resümee, wir sind auf jeden Fall gut fertig. Die anderen sind da jetzt nochmal locker 4 Stunden drin. Also abzüglich der 1,5 Stunden, die wir jetzt zurückgebraucht haben. Also ich denke, dass wir so in 3, 3,5, 4 Stunden ungefähr aufsammeln. Wie viel haben wir es jetzt? 2,5? 2:30 Uhr? Also gegen 6. Gegen 6 werden wir die wahrscheinlich aufsammeln. 1,5 Stunden. Alter, und wir haben nicht viele Pause gemacht. Genau, also von daher, wenn ihr diesen Aufwand schätzt, den wir hier so machen, dann lasst auf jeden Fall mal einen Kommentar und ein Abo da. Favorite Urbex, ich verlinke ihn. Hast du Social Media? Delta-Urbex. Delta-Urbex. Mackie Auftrag Geschichte, alias Klappspaten TV. Wie heißt der andere Kollege? Niklas? Urbex NRW. Und Urbex Faszination. Und Urbex Faszination. Ich verlinke euch die alle mal. Also wenn ihr Bock habt und vor allem das lange Video schauen wollt, also bei Mackie werdet ihr auf jeden Fall noch den Piccolo-Stollen sehen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich auf jeden Fall mal wieder für eure Zeit, die ihr uns gespendet habt oder mir gespendet habt. Und ja, ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal und wir haben jetzt noch eine schöne lange Nacht.